Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, Hörerinnen oder Schauer, Schauerinnen. Herzlich willkommen mal wieder zum Verantwortungstreff jeden Samstag unter dem Motto: Wir reden viel, warum nicht auch mal über die Grundbedeutung von Verantwortung sprechen? Also nicht nur die Verantwortung für die Zimmerpflanze, sondern die Verantwortung insgesamt oder in offener Bedeutung. Wir fangen damit schon mal an. Also ihr könnt das alle mitmachen, ne? Ihr könnt nach hier kommen, ihr könnt auch mit euren Nachbarn oder wo auch immer, könnt ihr Verantwortungstreffs anfangen. Wird bestimmt das Leben so ein bisschen aufpeppen können, wenn man sich damit beschäftigt. Ja, wir sind hier ein mittlerweile schon routinierter Kreis. Heißt nicht, dass er nicht offen wäre für 20 neue oder weitere Leute. Aber irgendwie drängt es euch, liebe Zuhörer, Schauer, Hörerinnen und Schauerinnen, noch nicht so gewaltig dazu, uns hier zu überrennen. Das wird dann wahrscheinlich jetzt nach dieser Sendung kommen. Wir freuen uns darauf schon. Und dann machen wir hier jetzt aber heute nochmal in unserem kleinen Kreis. Und da haben wir auch eine bestimmte Reihenfolge. Und deshalb gebe ich mal, damit der anfangen kann, an den Dylan. Ja, dann guck ich mal. Ich hoffe, ihr hört mich alle gut. Die Zuschauer dürften mich auch gut hören. Ja, dann lege ich mal los. Ja, bei uns hat sich sehr viel Neues getan. Ganz neue Überlegungen. Ich fange mal an mit so ein paar Überlegungen und ja. Die erste neue Überlegung ist, dass wir sagen, wir sprechen jetzt von der Menschheitsepoche der Manipulation, vom Zeitalter der Manipulation. Ja, die Biologie der Manipulation ist ja eigentlich das Kernstück von Weltrat und Next Scientists for Future. Und ich glaube, der größte Irrtum, den die Masse der Menschen im Kopf hat, ist der Gedanke, sie seien nicht manipuliert oder es sei doch alles irgendwie Wahrheit, was man sich so denkt. Und es fehlt das Bewusstsein für die vorteilbringenden Irrtümer der vielen, vielen Sparten, der ganz vielen Sparten, die ja alle letztendlich hier diese ganzen Sparten, ich zeige sie gerade im Bild sozusagen, die jede Sparte der Gesellschaft sendet Manipulationen aus. Wir nennen sie besser vorteilbringende Irrtümer, denn die Leute wissen ja nicht, dass sie manipulieren. Sie glauben ihre Irrtümer und senden diese vorteilbringenden Irrtümer aus. Und davon die ist die ganze Menschheit gehirngewaschen. Die ganze Menschheit ist von vorne bis hinten durchmanipuliert. Und merkt es gar nicht und kriegt es nicht mit. Das ist der normale Zustand. Das ist der Punkt, wenn vorteilbringende Irrtümer ausgebreitet werden und die Gehirne damit infiziert werden, dann werden sie ja nur von den Gehirnen aufgenommen, die diese Irrtümer auch glauben. Sonst würden sie ja zurückgewiesen werden von den Gehirnen. Und deswegen ist es eben richtig, jetzt von der Menschheitsepoche oder dem Zeitalter der Manipulation zu sprechen, das mindestens 140.000 Jahre jetzt läuft und höchstens circa 400.000 Jahre laufen kann. Und vorher hatten wir das Zeitalter der Wahrheit, wo es vielleicht auch mal die eine oder andere Manipulation gab. Obwohl es dafür im sogenannten urmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunismus eigentlich gar keine Gelegenheit gab. Übrigens fällt mir ein ganz wichtiger Ausschnitt aus der letzten Sendung im Fernsehen, das war eine Wiederholung über Bonobos auch und Gorillas. Und da wurde noch mal ganz deutlich das, was ich ja immer sage, dass eben der Körperkontakt zwischen Frauen und allen Männern in der Gruppe und so weiter, dieser Bonobo-Schenker-Kommunismus, ja, mit der Gruppenehe sozusagen, dass das offensichtlich wirklich nicht ganz unwichtig ist. Da kam es nämlich mal zu einer Ausnahmesituation. Ein junger Mann in der Gruppe quälte ein Kind der Clan-Chefin, also der Matriarchin der Gruppe, ja,
im Sinne des matriarchalen Bonobo-Schenker-Kommunismus. Und warum hat er die gequält? Warum quälen und töten Löwenmänner die Babys, wenn sie ein neues Revier erobern und die anderen Männer entweder getötet oder vertrieben haben? Ja, weil sie da nicht in Liebe sind und auch keine Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie der Vater dieser Kinder sein könnten. Also töten sie diese Kinder, die Kleinkinder, nicht die größeren Kinder, die Kleinkinder, sodass die Mütter bei den Löwen sofort wieder schwanger werden können und dann die Kinder der neuen Herren des Reviers bekommen können. Und beim Bonobos ist eben genau die gleiche Gefahr. Da wir auch Säugetiere sind, besteht da die gleiche Grundgefahr, nämlich dass die Männer der Bonobos immer genau die Kinder drangsalieren oder gar töten, bei denen sie nicht in Liebe mit der Mutter sind. Und die Mutter reagierte auch entsprechend, ja. Die Mutter folgte dann diesem jungen Mann, lief dem hinterher, wahrscheinlich, um mit ihm Sex zu haben, so hat es auch die Sendung selbst gesagt, damit dieser junge Mann wieder mehr in Liebe mit der Mutter kommt und damit auch letztendlich die Wahrscheinlichkeit ja auch faktisch ansteigt, dass er der Vater von Kindern sein könnte. Und dass sich dann erstens seine Gefühlslage gegenüber diesem kleinen Bonobo-Kind positiv verändert, einfach weil er in Liebe mit der Mutter ist. Und genau genommen bestand der Schaden darin, dass die Matriarchin der Kommune nicht rechtzeitig genug, genügend liebevoll, sie hatte diesen jungen Mann einfach etwas vernachlässigt. Und in dem Moment, wo er vernachlässigt war, war er schon bereit, ihr Kind zu drangsalieren. Ne? Und das zeigt das, was wir aus der Biologie befürchten und vermuten, dass dieses Nicht-Töten der Kinder, das Töten der Kinder, was wir bei den Löwen kennen, bei den Bären und bei allen Säugetieren kennen, dass das nur durch dieses Zärtlichkeitsband, durch den starken Körperkontakt unterdrückt werden und unterbunden werden kann. Wir sprechen ja da wissenschaftlich vom Infantizid, Verhinderungs, Großgruppen, Paarungssystem, das das alte Harems-Paarungssystem abgelöst hatte als Sozialsystem. Vor etwa 4 Millionen Jahren hat sich dieser Wandel Schritt für Schritt vollzogen. Und ja, das bedeutet also, dass es nochmal diese Sendung ein interessanter Hinweis war. Sobald die Frau den Körperkontakt mit den Männern der Kommune etwas vernachlässigt, kommt sofort die Gefahr raus, dass dieser junge Mann, der sich offensichtlich da vernachlässigt gefühlt hat, sofort anfängt, Kinder zu drangsalieren. Im Sinne des Infantizids, ja? Und dann macht die Bonobo-Frau genau das Richtige. Sie folgt dem und die Journalisten haben gesagt, mit größter Wahrscheinlichkeit hat sie aber Sex mit ihm. Und dann wird sich die Liebessituation verbessern in der Kommune und dann wird das Kind nicht mehr drangsaliert werden. Das fand ich nochmal unheimlich interessant, diese Sendung, insofern das nochmal so zu analysieren, ja. Ja, und dann komme ich jetzt aber zu was ganz Wichtigem, nämlich wir hatten uns quasi so auch von der basisdemokratischen Partei so quasi, ja, in gewisser Weise mitnehmen lassen, zu dem Gedanken, dass es einen unheimlich großen Nachfrage in der Bevölkerung für Basisdemokratie geben könnte. Und auch für Volksentscheide. Wir haben aber nicht genügend nachgedacht darüber, dass Volksentscheidparteien es schon seit Jahrzehnten gibt, ohne dass sie auch nur auf das geringste Interesse in der Bevölkerung stoßen. Das heißt also, und die Bürger sehen ja auch, naja gut, die Schweiz hat Volksentscheide, aber das Land ist nun deswegen nicht unbedingt ein viel besseres Land, nur weil es auch Volksentscheide hat. Das heißt also, offensichtlich könnte es sein, dass Basisdemokratie
Und Volksentscheid, was ja für uns auch Basisdemokratie, freie Argumentekultur der wechselseitigen Falsifizierungsversuche, was für uns im Weltrat ja unheimlich wichtig ist, was man ja auch in der letzten Talkshow gesehen hat, wo man gesehen hat, dass Professor Wallach ein sehr konservatives Reformsystem vorschlage, ich eher ein etwas revolutionäres. Und dass es aber da eben darum geht, da eben zu argumentieren und irgendwann auch mal tiefer in die Argumente vielleicht irgendwann reinzukommen. Aber das scheint, vielleicht sind die Wähler eher so wie die Frauen im Bonobo-Schenker-Kommunismus. Nämlich, dass sie gucken, welche Männer sind vertrauensselig? Die Parteien machen große Fotos von irgendwelchen Kandidaten, versuchen dann diese als vertrauenserweckend darzustellen. Und die Leute wählen dann, ah oh ja, dem vertraue ich so halbwegs, obwohl sie irgendwo wissen, dass alle diese Politiker korrupt sind, aber irgendwo vertrauen sie doch immer wieder und dann machen sie ihr Kreuz, ne? Und vielleicht ist es auch so, dass wir damit leben müssen, dass das Basisdemokratische, was uns wissenschaftlich total eigentlich überzeugt und so weiter, dass das bei den Wählern vielleicht gar nicht so gefragt ist, sondern dass denen vielleicht eine basisdemokratische und ein Dauervolksentscheid durch Wohlfühlstimme und dann auch noch die Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve, diese zusammen kombiniert und dann auch noch die Wohlfühlstimme gewichtet mit den Beulen, die es nach dem Alter gibt. Das muss ich vielleicht ganz kurz erklären. Es könnte sein, dass Menschen im Alter durchschnittlich bessere Wohlfühlstimmen abgeben. Dafür gibt es Hinweise. Auf der anderen Seite werden die Leute ja auch im Alter kränker. Das könnte also sein, dass deswegen auch im Durchschnitt eher schlechtere Wohlfühlstimmen abgeben. Es könnte aber auch sein, dass junge Leute in der Pubertät die Depression kriegen, weil ja dann sie mit dem Problem konfrontiert werden, dass sie sehr viel sexuelle Bedürfnisse haben, das aber in der Kultur ja verboten ist durch vorteilbringende Irrtümer und so weiter. Und deswegen ist es immer wichtig, dass man dann auch, dass man bei den Wohlfühlstimmen guckt, bei den 50 Millionen abgegebenen Wohlfühlstimmen oder die Leute, die überhaupt diese Wohlfühlstimme regelmäßig abgeben, guckt man, wie die Kurvenentwicklung ist bei allen 50 Millionen. Und dann entwickelt man eine Formel, die quasi die Beulen dieser Kurve, die so ganz normal auftreten, ganz ohne spezielle Einflüsse, diese Beulen werden dann mit einer Formel ausgeglichen, sozusagen weggemacht, diese Beulen, damit zum Beispiel kein Supermarktleiter und kein Praxisleiter die Tendenz entwickelt, bestimmte Leute rausekeln zu wollen, nur weil bei denen von dieser Gruppe her eine bestimmte Negativentwicklung der Wohlfühlstimme zu befürchten ist. Und dann ist es besser, solche Kunden erst gar nicht zu haben. Ja, aber man sieht daran, wir denken an solche Sachen, wir sind jederzeit damit beschäftigt, wie man dann so kleine Details noch verbessern kann an der basisdemokratischen, dauervolksentscheidmäßigen Wohlfühlstimme kombiniert mit den Gesundheitsaufwandkurven und dass wir ansonsten vielleicht die Leute überfordert haben. Und die Basispartei auch die Leute überfordert, dass die Leute vielleicht nur irgendjemanden wollen, dem sie vertrauen. Und deswegen haben wir jetzt so eine neue Idee. Wir haben gesagt, wir stecken in Zukunft unsere Gelder nicht mehr in die basisdemokratische Partei, sondern in die zukünftige sogenannte Kompetenzpartei. Die Partei der Kompetenz gründen, die Kompetente. Wir nutzen die Next Scientists for Future vom Weltrat und ähnlich Kompetente und bei uns in den Talkshows dann in diese Partei würde in den Talkshows und im Forum, im Freie Argumente Kulturforum und so weiter, würde sie diese freie Argumente Kultur der wechselseitigen Falsifizierungsversuche hochhalten als Ideal und praktizieren. Aber für die Wähler machen wir es ganz einfach. Uns könnt ihr vertrauen. Wir nutzen die Top-Experten der Welt, lassen sie gegeneinander diskutieren.
Und unser Wahlprogramm ist der Zwischenstand, der aus all diesen Argumentationen rausgekommen ist. Und es kommen so einfache Dinge wie raus, wie: Liebe Wählerinnen, wir sorgen dafür, dass Ihr Arzt belohnt wird, wenn er Ihnen hilft mit einem kostenlosen Freizeit- und Wochenendkursangebot aller Art, wenn er Ihnen hilft, dass Sie nie Herzinfarkt oder Krebs bekommen. Und das wünschen Sie sich doch auch von einem Hausarzt, nämlich dass er Ihr bester Freund wird, Ihnen nichts verkaufen will, Ihnen keine Operationen oder Impfungen verkaufen will, sondern nur eins im Ziel, Sinne hat, Ihr Wohlbefinden, Ihre Gesundheit bestmöglich zu fördern, ohne irgendwelche anderen Neben- und Hintergedanken. Ja? Ja, und das ist quasi jetzt mein Startstatement für heute. So wichtig die freie Argumentekultur der wechselseitigen Falsifizierungsversuche ist, vielleicht sollten wir aber den Wählern das Kondensat daraus anbieten, mit der Partei, die Kompetente. In der Partei finden diese Diskussionen statt, die freie Argumente-Diskussion und gekoppelt vielleicht mit dem freie Argumente-Kulturforum und so weiter. Aber den Wählern bieten wir eben nicht ein Volksentscheid-Wahlprogramm, weil das denen vielleicht auch schon wieder zu kompliziert ist, sondern wir bieten einfach das Kondensat aus den ganzen Talkrunden an, so nach dem Motto, die Leute warten auf etwas, dem sie vertrauen können, und die einzige Lücke, die in der Parteienlandschaft überhaupt existiert, ist wohl auch etwas, was die Wähler von der Kompetenz her überzeugt. Allein das Wort Basisdemokratie oder Volksentscheide reicht offensichtlich nicht aus, um die Wähler zu faszinieren, zu begeistern in größeren Mengen. Oh, weswegen ich davon ausgehe, dass sowohl die Direkte, die ja auf Volksentscheide setzt, als auch die basisdemokratische Partei jetzt vielleicht nochmal 2% kriegen wird bei der Bundestagswahl, aber dann ihr Niedergang einsetzen wird, weil da die Kompetenz fehlt und weil das Vertrauen erweckende für die Wähler fehlt, nämlich das Zeigen der großen Kompetenz, die wirklich Vertrauen wecken kann. Ja, jetzt lasse ich es mal bei meiner ersten Runde sein und gebe weiter an den Öff-Öff mit seiner ersten Runde heute. Ja, danke, Dylan. Das ist eine spannende Frage, was die Menschen alles zu kompliziert finden. Und auf der anderen Seite die Frage, wenn sie sich bestimmte Zusammenhänge nicht zumuten, welche Kompetenz, auch gerade Steuerungskompetenz für ihr eigenes Leben und für andere Leben, können sie dann auch haben. Also ich glaube, dass wenn es nicht erreicht werden kann, dass der Mensch, also das denkende Tier oder denkende Wesen, wer ihn eben nicht als Tier einstufen will, wenn man von dem denken kann, dass es die Folgen seines Denkens in verantwortlicher Weise berücksichtigt, dann stimmt die allergrundlegendste Grundlogik nicht. Also ich glaube nicht, dass das ersetzbar ist in irgendeiner Form, dass man da drum rumkommt. Ich glaube, also so sehr man es auch machen kann, ich habe ja in einer der letzten Talkshows gesagt, vielleicht brauchen wir, damit die Leute so richtig da hingezogen werden, werbungsmäßig da auch angesprochen werden können, vielleicht brauchen wir ein ganz fetziges Computerspiel, womit sie dahin gelenkt werden, das Post-Conventional Level sich anzueignen oder so wie FF oder wie ein Schenker leben zu wollen. Ja, also wir sollten alles tun, was uns da irgendwie einfallen kann. Aber ich glaube, wir kommen nicht umhin, gleichzeitig ganz offen zu bekennen, Leute, wenn es eine verantwortliche Entwicklung geben soll, die fällt nicht auf uns drauf wie der Regen, sondern da müssen wir schon verstehen, was ist das dann überhaupt, solche Verantwortung, und die muss gewollt sein. Dann kann sie zustande kommen, aber sonst nicht, dann haben wir die nicht.
Und dann ist das, also je mehr wir mächtig werden hier in der Welt, je mehr wir durch Technik und Arbeitsteilung riesige Getriebe in Gang setzen, ja, dann ist das Massenzerstörung, Massenmord und was damit verbunden ist. Also ich glaube, an diesem Grundsachverhalt, entweder wir denken verantwortlich und wollen solche Verantwortlichkeit oder sie ist nicht da mit den entsprechenden Schäden, da kommen wir nicht dran vorbei und das können wir den Leuten auch nicht vorenthalten, dieses Wissen. Infolgedessen denke ich auch, wir haben es ja so mit den Doppelschienigkeiten, also mit unseren Doppelschienigkeiten, die wir schon haben. Das muss ich für den Zuhörer nochmal eben erklären. Die eine Doppelschienigkeit ist, innersystemisch oder innerparlamentarisch zu wirken, wo wir Reformen uns vorstellen, die Wohlfühlstimme oder eben eine Fackpartei. Also innersystemisches oder innerparlamentarisches Wirken im Unterschied zu außerparlamentarischem oder außersystemischem Wirken. Und das ist in erster Linie nach unseren Vorstellungen die Kommune-Entwicklung, die sich außerhalb des Staats- und Geldsystems zu stellen wagt. Und naja, die aufgeklärte Schenker-Bonobo-Kommune. Die eine Doppelschienigkeit ist das und die andere Doppelschienigkeit, die wir schon haben, ist die zwischen direkter Verantwortungsbildung oder dem Versuch, möglichst direkt echte Verantwortungsreife herbeizuführen, wie es die Entwicklungspsychologie auch sagt, das Post-Conventional Level, was ich lieber positiv ausgedrückt als Spirit Identification Level bezeichne. Ja, also das ist das eine, direkt Verantwortungsreife bilden in den Menschen. Und das andere ist, dass, wenn sie das nicht haben oder als unterstützende Zusatzschiene, dass man mit Belohnungseffekten da eine Verstärkerwirkung anstrebt. Das heißt, wenn sie das, was richtig ist, langfristig richtig ist, nicht tun, weil es langfristig richtig ist, dann sollte im Gesellschaftssystem, also diejenigen, die da die Steuerung auch für die Gesellschaftsabläufe ausüben, dann sollte geschaut werden, dass sie für dieses langfristig Richtige kurzfristig belohnt werden. Also Leckerlis gestreut bekommen, auf Deutsch gesagt. Wir dressieren sie zu einem Verhalten, was sie in seiner Weite vielleicht noch nicht mal verstehen und jedenfalls nicht wollen, aber worauf sie durch die Leckerlis dann ausgerichtet werden. Das kann sich auch verbinden. Also alle Doppelschienigkeit ist auch so gedacht, dass das gleichzeitig nebeneinander läuft und sich gegenseitig ergänzen und verstärken kann. Kann ja sein, dass die Menschen, die da durch Belohnungen dazu gebracht werden, das verantwortlich Richtige zu tun, es dann eben auch leichter haben, das mit dem entsprechenden Einsichts- und Willensprozess zu verbinden. Ja, und so wäre auch das eine Doppelschienigkeit jetzt wieder, dass wir einerseits mit offenen Karten spielen müssen, also dass wir sagen, Leute, ihr müsst einfach sehen, ne? Ihr wollt eure Kinder auch nicht einem Busfahrer anvertrauen, der keine Fahrkompetenz hat. Wir vertrauen alle Kinder der Gesellschaft Leuten an, die keine Politikkompetenz haben, also keine langfristige Gemeinwohlverantwortungsfähigkeit. Das kann nicht gehen. Das müssen wir jederzeit auch schon direkt sagen, dass wir das begreifen müssen, ins Auge fassen müssen, begreifen müssen und ändern wollen müssen. Während wir auf der anderen Seite hingehen und eben versuchen, euch das mit Mitteln, nennen wir sie mal freundlich, nicht eben Manipulations- oder Dressurmittel, aber leichter zu machen, dadurch, dass ihr eben da Vorteile habt, angenehme Schienen habt, wie jetzt vielleicht so ein fetziges Computerspiel. Also im Prinzip fällt mir auf, ist das, was ich da sage, auch eine Variante oder ein Aspekt unserer sowieso schon beabsichtigten zweiten Doppelschienigkeit. Also die Ehrlichkeit gehört zu der direkten Verantwortungsbildung, die wir anstreben. Und die fetzigen Computerspiele können, die Jugend von heute ist ja süchtig so quasi nach sowas. Das kann eine Variante von Leckerlis sein, womit wir die Menschen versuchen, dafür zu gewinnen. Also ich bin jetzt nicht der Kundige, wie man so ein Computerspiel macht. Also da müssten vielleicht andere ran, die das können.
Ich bin ja mehr schon überfordert oder ich suche nach dem Weg, dem eine ganz stabile Schiene zu geben, das freie Argumentekulturforum zu stabilisieren und zu sichern. Mehrmals in den letzten Jahren wurden Websites gekapert, gehackt oder zerstört. Das jetzige Forum, auf das ich gerne hinweise, also freie-argumente-kultur.net. Dieses Forum ist nicht stabil, weil eine Person, die von dem ja, alternativen Umfeld, in dem er sich bewegte, da wurde er, ja wie die eigentlich alle das dafür sich beanspruchten, in dieser Gruppe jetzt, also andere beanspruchen das gar nicht für sich, aber in dieser Gruppe wurde beansprucht, dass die sich für Verantwortlichkeit und Verlässlichkeit zertifizieren, also dass sie sich gegenseitig prüfen, inwiefern sie da zuverlässig sind. Trotzdem ist er nach ein paar Wochen einfach von der Bildfläche verschwunden, vielleicht ins Ausland geflohen oder sonst was, nicht mehr erreichbar. Also dieses Forum schwimmt sozusagen in der Luft. Trotzdem enthält es diese Struktur, die mir immer äußerst wertvoll war, mal umzusetzen und was mit diesem Forum strukturtechnisch jetzt geschehen ist. Also wer da drauf schaut, sieht eine Grundstruktur eines freie Argumente-Kultur-Forums. Und in irgendeiner Form werde ich das herbeiführen auch, dass man dieses Forum an manche Stellen spiegelt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwann freie Software ist, womit alle Leute frei umgehen können und überall solche Fragforen, also Frag ist die Abkürzung für freie Argumentekultur, überall solche Fragforen sich machen können. Und ich habe letztens noch jemandem geschrieben, ich habe dann eigentlich da keine Ängste, dass jetzt, was weiß ich, der Staat da ein paar Agenten schickt, die sagen, okay, wenn das so offene Software ist und jeder da so ein Forum machen kann, dann übernehmen wir das doch mal und machen 1000 solche Foren mit noch dazu innerlich völlig verunstaltetem Inhalt und dann taugt das nichts mehr. Also keiner klickt mehr so ein Forum dann an. Meine Zielrichtung ist ja, dass diese Foren der lebendige Ausdruck sind eben von lebendigen Verantwortungsgemeinschaften. Das heißt, neue Stämme, die sich ja sowieso bilden sollen, die auch aufgeklärte Schenker-Bonobo-Kommunen sein werden. Und insofern werden das nicht nur irgendwelche Individualisten sein, so wie jetzt Konsumindividualisten, die in der Ecke ihres Zimmers sitzen, kommen noch kaum vom Computer weg und machen da so ein Forum auf, sondern es wird eine Ausdrucksplattform sein für solche Stämme. Und die wissen dann schon, welches der Foren genau ihre Anlaufstelle ist. Und das wird dann erkennbar sein. Oder es muss sowieso so sein, dass dann die Menschen um uns herum sich orientieren, nicht nur an einem äußeren Etikett einer Fassade, wie da steht drauf, Freie Argumente-Kulturforum, sondern sie müssen schon ein bisschen hinschauen. Und da ist es ja toll, wenn man sagen kann, diese freie Argumente-Kulturforen werden getragen als Träger von solchen Stammesgemeinschaften oder solchen Kommune-Gruppen. Es kann sich noch verbinden. Also ich stelle mir ja auch vor, dass wir in der Gesellschaft schon auch was brauchen noch, was direkt die nicht korrupte Verantwortlichkeit verkörpert quasi. Das nenne ich Nachhaltigkeits- und Friedensagenturen, wo Leute drin sind, an die man sich vertrauensvoll wendet, wenn es jetzt größere Probleme oder Konflikte gibt und die einem dann helfen, weil man weiß, das sind nicht korrupte Menschen. Das sind Menschen, die helfen jetzt nicht, dass da das Ergebnis so rauskommt, wie es ihren egoistischen Interessen jetzt dient, sondern die helfen wirklich, dass das rauskommt, was für die Beteiligten gut ist und für alle gut ist. Und die haben sich auch am besten durch ihr Leben bewährt und sind greifbar. Also man kann hingehen und kann sie auch persönlich kennenlernen und kann das auf verschiedenste Weise prüfen. Und ja, also diese Nachhaltigkeits- und Friedensagenturen sind auch noch was, also ein Element, was ich mir als wichtig vorstelle, neben den Verantwortungsgemeinschaften, die dann auch die Fragforen tragen, so dass sie nicht mehr weggehebelt werden können und auch nicht einfach entstellt werden können durch Verunstaltungen. Und dass das eben auch für die Öffentlichkeit dann immer mehr ein erkennbarer Sicherheitszusammenhang ist. Gut, im Moment wäre schon viel gewonnen.
nach meiner Vorstellung, wenn dieser Foreninhalt einfach frei speicherbar wird. Ist er jetzt noch nicht. Es steht auch noch nicht so schrecklich viel drin. Aber dass wir es schaffen, eine Form zu finden, wo das alles jetzt, Struktur und Inhalt, einfach wie ein Gesamtpaket raus exportiert werden kann und an anderer Stelle in eine dafür geeignete ähnliche Software wieder rein importiert werden kann. Also es kann sich vervielfältigen. Es kann Zellteilung des Forums sozusagen geschehen. Ja, das ist so eine Sache, wo ich dran bin. Und ansonsten, also in der Einstiegsrunde sagen wir auch ein bisschen immer noch, wo wir stehen. Ansonsten bin ich weiter hier in Hessen massiv, also neben Corona-Engagement, Mahnwache immer montags vorm Rathaus, bin ich massiv verwickelt in das Geschehen eben einer NGO, einer alternativen Genossenschaft, in der der Kampf tobt zwischen Argumentekultur und Willkürkultur, Intrigenkultur. Das wird eher immer heftiger im Moment. Aber ich bin total fasziniert, weil ich arbeite im Kern, also das ist der Hoffnungskern bei der Geschichte, mit ein paar Leuten zusammen, die wirklich die freie Argumentekultur entschieden wollen, die so Vorstellungen haben, wie ein Mensch, der jetzt wirklich so klar wie möglich seinen geistigen Horizont haben will, der muss auch bereit sein, auch in so einer gründlichen Form wie Forum eben schriftlich seine geistigen Zusammenhänge mitzuentfalten. Und da sind kompetente Leute auch mit bei, die mit Friedensarbeit auch schon seit Jahren zum Teil beschäftigt sind. Und ja, also während die Kacke am Dampfen ist oder immer stärker dampft, steigert sich auch die Kreativität dieser Leute, die Suche nach dem entspannenden Zusammenhalt untereinander und nach den sehr kreativen Friedenswegen, Friedenskommunikationswegen, mit denen man da einen Ausweg finden kann. Also das finde ich ganz genial. Nebenher kommt jetzt auch noch dazu, dass das mit der Schule ja ein bisschen problematisch wird, immer mehr jetzt so, also oder zumindest die Gefahr besteht. Und wir stehen in Verbindung auch mit einer Freilerngruppe, die sich überlegt, vielleicht eben eine unabhängige Form von Schule oder von Bildung herbeizuführen. Da träume ich natürlich schon seit Ewigkeiten auch von, aber die Leute sind ja alle so im Beton drin, dass sie auch da eben die Anpassung so bis zum Exzess leben und da kommt man nicht zu viel alternativ kreativen. Aber ja, ist spannend. Also es könnte da was losgehen, wenn die Menschen mit ihren Kindern, die paar wenigen, also es sind jetzt auch nicht die Massen, aber also wenn da eine Klasse wäre mit 8 bis 10 Leuten, das könnte ja schon ein Anfang sein, also 8 bis 10 Kinder, ne? Und ein paar Betreuer, die Erwachsenen, also die, die auch dazu die Reife und Kompetenz haben, die wollen ja auch nicht alle machen, da jetzt als Betreuer dann tätig zu werden, ja, das ist was. Und aus der Ferne bin ich hauptsächlich neben den seit vielen Jahren schon bestehenden Projektstandorten, wo auch wildes, turbulentes Treiben ist, also man versucht, also ich sage, man versucht auch gezielt durch Störeffekte von außen oder Leute, schräge Leute, die man da reinbringt, solche Projekte und ihre Organisationsstrukturen, auch Hintergrundstrukturen, Genossenschaften, Vereine und so weiter, versucht man zu destabilisieren oder wenn es geht auch aufzuknacken, aufzulösen. Also da haben wir mit den Schwierigkeiten auch in unseren paar seit zum Teil Jahrzehnten bestehenden Projekten zu tun. Aber noch dringender ist aus meiner Sicht, da im Moment dran zu bleiben mit Berlin. Kommt ja jetzt auch der August, wo da wahrscheinlich wieder Großveranstaltungen sein werden. Und ich habe ja letztes Jahr dieses Widerstandszeltcamp übernommen, wo es heißt, wir sind gekommen, um zu bleiben und wir wollen die Lösung sein, auch gemeinschaftlich und systemisch, neue Demokratie, neues Demokratiesystem, Ersatz der Korruptionssystem. Ja, da bin ich dran, aber das ist unglaublich, ne? Also man muss mal wieder sein Leid klagen an dieser Stelle. Da kann man auch vor einer riesen Großstadt stehen, da kann man vor Berlin, der Hauptstadt, stehen. Wenn man hingeht und sagt, wer ist bereit, hier jetzt über das Wichtigste mit nachzudenken, nicht er sucht sich was raus, was ihm gerade gefällt, sondern er ist bereit, über das Wichtigste einfach mit nachzudenken. Und er ist bereit, da irgendwie mitzuwirken. Am besten in einer
einer minimal planbaren Art. Nicht, kommst du morgen mit zur Demo? Nein, jetzt ist mir gerade nicht danach. Kann sich aber noch ändern, ne? Ja, vielleicht bin ich morgen mit dabei, ne? Aber was soll ich so einen Plan machen für die nächsten 2 Wochen? Ah, nee, auch das weiß ich gar nicht. Sowas mache ich nie. So einen Plan kenne ich gar nicht. Macht man das heute, ne? Seit ich aus dem Arbeitsleben raus bin, habe ich es nicht mehr so mit dem Plan. Also das ist die Einstellung, die da eben wirklich so grassiert, dass es schwer ist, ein Planungsteam aus, sagen wir mal, 2 bis 5 Leuten zu finden, die zumindest die Orga-Fäden zusammenhalten könnte, um da so etwas zu machen wie so ein Zeltcamp. Also es ist erschreckend, ne? Es ist, also man könnte, ja, wie schlimmer als noch aufhören. Trotzdem, ne, man tut, was man kann, und ein paar wenige Leute, die ein bisschen was tun, ein paar Orte haben wir ja da in Berlin, und da gucke ich jetzt also zumindest einen schwachen Faden dauerhaft so aufrechtzuerhalten. Und demnächst machen wir da wieder eine Rundreise, auch durch mehrere Projekte und dann auch dahin nach Berlin. Das Feld von mir steht da ja eh ständig an einem Ort, wo immerhin ich die Zusage habe, dass da auch andere Leute Zeltcamp aufrechterhalten. Also, dass da der Faden im Minimum gehalten wird. Ja, und da muss man gucken, vielleicht in Verbindung mit den Großveranstaltungen oder auch sonst. Also, dass aus irgendeiner Ecke vielleicht einfach Leute wach werden und merken, es ist unsere Erfüllung zu gucken, was im Ganzen wichtig ist. Und es ist das Tollste vom Menschen, wenn er dafür planungsfähig wird. Schon fürs eigene Leben. Wenn man keinen Lebensplan hat, dann kommt da auch nichts bei raus, wo man am Ende zurückblicken kann und kann sagen, ja, so habe ich es gewollt und so habe ich es gemacht. Ja, oh, so ist es. Gut, damit gebe ich als Einstieg mal weiter an den Luis. Ja, danke schön. Hallo, liebe Zuschauer. Mir ist dieses Mal so ein bisschen klar geworden, dass wir uns vielleicht gar nicht unbedingt idealerweise an die Leute richten, die zum ersten Mal hier sind, falls da überhaupt welche sind. Ich habe nämlich zufällig oder zum ersten Mal das Video in kleinen Teilen nochmal angeschaut, was der Dylan von unserer letzten Woche, unserem letzten wöchentlichen Gespräch, hochgestellt hat. Da hat mich nämlich nochmal interessiert, was Spezielles, was er gesagt hat, wo ich später auch drauf eingehen werde. Insofern ergänze ich mal, dass Öffi vom ehemaligen Querdenker-Camp in Berlin geredet hat, was mittlerweile, soweit ich weiß, Demokratie-Fürsorge-Camp heißt. Und das mit der FRAG hast du ja irgendwann dann selber nochmal erklärt, dass FRAG für freie Argumente-Kultur steht. Und ich weiß nicht, ob rauskam, dass du von den Projekten der Schenkerbewegung sprichst, die du jetzt anreisen wirst. Die hast du ja irgendwie so vor 30 Jahren gegründet. Auch genannt Bewegung für Nachhaltigkeit oder so. Kann man ja alles googeln, wirst du bestimmt auch noch rund machen, was ich jetzt angestottert habe. Und ich bin an einem dieser Standorte mit wirklich immer krasser, schwindender Motivation, seit 10 Monaten quasi alleine. Ich war auch ein paar Mal auf Reisen noch, was vielleicht nicht die beste Werbung ist, aber vielleicht ist Ehrlichkeit die allerbeste Werbung. Ja, und hier soll, oder es wäre ganz traumhaft, wenn hier Selbstversorgung und ja, gelebte, ultraintensive, ehrliche, funktionale Zwischenmenschlichkeit praktiziert würde und so. Nach freier Argumentekultur und allem anderen Idealspaß. Und ja, wo ich mir jetzt das beim letzten Mal, also das von letzter Woche mal angeschaut habe, bitte ich dich, Dylan, vielleicht eine Kurzbeschreibung, wenn du willst, kann ich dir die auch schreiben und auch für Öffi eine zu wer wir halt sind als deine Gesprächspartner. Also FF könnte auch Klick generierend in die Überschrift mit rein vielleicht. Ja, Foto von mir muss nicht unbedingt, aber könntest du auch machen, wenn von den anderen Fotos da ist. Ja, wir haben beim letzten Mal den Begriff Erleuchtung diskutiert. Den der Dylan aus meiner Sicht auf eine recht originelle Art definiert, nämlich wenn eine Person, wirst du bestimmt noch ergänzen, weil ich es bestimmt nicht genauso hinkriege, wie du es sagst, aber wenn eine Person andere einlädt,
sie zu falsifizieren. Wenn eine Person quasi automatisch davon ausgeht, dass sie nicht die vollendete Weisheit mit Löffeln gefressen hat, sondern dass da noch Spielraum nach oben ist, den wir gemeinsam am ehesten hinkriegen, dann erscheint dir das erleuchtet. Ich würde da den Begriff nehmen, einfach radikal reflektionsbereit. Und ich wundere mich immer noch, dass du diesen Begriff wählst. Ich weiß nicht, wie du Erleuchtung, den Begriff, kennengelernt hast. Ich habe ihn durch, sage ich mal, esoterische Literatur kennengelernt. Ich weiß nicht, ob die Aufklärung, die Epoche der Aufklärung, ob die auch mit Erleuchtung zu tun hat. Da gibt es ja auch den Begriff der Illuminati, hat wahrscheinlich wieder andere Konnotationen erstmal. Und ich finde klassische, aus meiner Sicht, wie ich sie verstehe, Definitionen für Erleuchtung besser oder beziehungsweise finde es verwirrend, unnötig verwirrend, dass du halt jetzt das quasi mit radikaler Reflexionsbereitschaft oder Reflektiertheit gleichsetzt. Das als Anmerkung, die ich aber schon mal gemacht habe. Und dann wollte ich drauf eingehen, wir haben nämlich letzte Woche, kam mir die gute Idee zu fragen, oder das kam irgendwie auf und ich habe dann genauer nachgefragt, was der Dylan mir denn so empfehlen würde. Genau, es kam nämlich raus, dass er eigentlich nur den Öffi um sich für erleuchtet hält. Wobei, weiteres Kuriosum, was mir gerade einfällt zu erwähnen, der Öffi denkt auch, und ich mache das ein bisschen lustig, ich meine das aber ernst, wobei ich es lustig finde, sich gleichzeitig drüber lustig zu machen, im nett gemeinten Sinn. Also weil es einfach auch krass klingt. Öffi definiert halt das mit dem Post-Conventional Level, kann er bestimmt auch noch gleich genauer erklären, so dass ein Grad an Verantwortungsübernahmebereitschaft oder Erkennen von Verantwortung überhaupt, dass man an das große Ganze denkt und nicht nur an sich selber oder an seine Familie oder seine Freunde. Und das dann auch noch in die Zukunft hinein projiziert, dass der Planet für alle Generationen weiter nutzbar bleibt und gesund und natürlich vielleicht auch an alle anderen Bewohner des Planeten. Und vielleicht baut man das Universum noch mit ein und die Multiversen und die Nebenrealitäten und was man will. Von allem, was man schon mal gehört hat, kann man ja die Möglichkeit sehen, dass das relevant sein könnte. Und der Öffi, soweit er das mitgekriegt hat, also ich hoffe, das ist okay, wenn ich jetzt seine Gedanken einfach so darlege, klingt ein bisschen komisch, denkt, dass er, soweit er die westliche Welt, die internetmäßig connected ist und sich über ihre Absichten und Sichtweisen informiert, soweit er die überblicken kann, ist er quasi der Einzige, der dieses Post-Conventional Level, diesen Grad an Verantwortungsreife mehr oder weniger, sage ich mal, nach eigenen Worten, nach seinen Worten hinkriegt. Und Dylan hält Öffi und sich für die einzigen zwei Erleuchteten. Und ich habe dann nachgefragt, was er mir denn empfehlen könnte, was ich machen könnte, um noch erleuchteter zu sein. Und dann habe ich da mal genau hingehört. Und eine Argumentation von dir, Dylan, war, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe mittwochs eine Zeit lang mal Videokonferenzen veranstaltet, wo er dann am Ende auch ein paar Mal mitgemacht hat. Und da ist das Format, dass ein Redekreis ist, jeder Teilnehmer in einer gewissen Reihenfolge spricht, so ähnlich wie bei uns hier auch. Es ist immer angedacht, so um die 2 Minuten zu reden, aber solange niemand sich gestört fühlt, wenn die Aussagen länger gehen, kann das auch länger gehen. Und wir waren auf eine Art unterschiedliche Leute, aber alles mehr oder weniger Bekannte von mir. Und Dylan hat sich ein bisschen abgehoben oder unterschieden von den anderen, dadurch, dass er weniger Privatleben und persönliche Empfindungen mit eingebaut hat und mehr seine vielleicht politisch oder konstruktiv sehr er hat da recht klare Vorstellungen, wie man ja auch hört, und findet das auch das Wichtigste
auf der Welt, was ich auch nachvollziehen kann, und möchte die auch sehr klar formulieren und damit Leuten in Austausch gehen, was eine von vielen Möglichkeiten ist, so ein Format zu nutzen. Manche der anderen, also genau zwei, haben das fanden das irgendwie problematisch und haben dann für sich eher entschieden, dann nicht mehr mitzumachen. Und ich habe Dylan darauf hingewiesen, wie das eine der Möglichkeiten ist in diesem Format, dass man Gedanken, Eindrücke, die man hat, teilt. Und ich habe dich dann beim letzten Mal so verstanden, Dylan, dass ich dich darauf hingewiesen habe, dass du dich auf eine Art verhältst, die bei Leuten dazu führt, dass sie nicht mehr mitmachen. Dass du das so verstanden hast, dass ich von dir möchte, dass du dich anders verhältst. Und das fandest du quasi, du hast die Begriffe benutzt, denke ich, einen Angriff ad personam, also einen Angriff auf deine Person oder ein Kritisieren deiner Person oder ein Abwerten der Handlungen, die du machst. Und du hast es dann noch so gedreht, dass du ja quasi einer der zwei Erleuchteten bist und die anderen nicht erleuchtet. Und wenn du quasi deinen Erleuchteten Gespräch quasi Inhalt da reingibst und die anderen sich daran stören, das wäre ja nicht der Sinn der Sache, wenn du jetzt extra unerleuchtet redest, damit Unerleuchtete sich nicht gestört fühlen. Also ich habe das so verstanden, dass das deine Argumentation war und dass das Zeichen meiner Unerleuchtetheit war, dass ich, so wie du es verstanden hast, von dir wollte, dass du das anders machst. Wie ich es wahrgenommen habe, war es so, dass ich dich einfach darauf hingewiesen habe und damit die Möglichkeit aufzeigen wollte, dass du dich halt theoretisch auch anders verhalten könntest, beziehungsweise dass dir erstmal bewusst ist, dass es so zu sein scheint. Das war ja auch nicht unbedingt so, dass du mit den Leuten irgendwie Austausch hattest, unabhängig von diesem Mittwochsformat. Und bei der einen Person hast du vielleicht nicht mal mitgekriegt, warum sie jetzt genau gegangen ist. Du hast es am letzten Mal auch so hingestellt, als wären alle Personen quasi hätten Schwierigkeiten mit dir gehabt. Melli Lappenohr hatte keine Schwierigkeiten mit dir. Wobei sie ja auch fand, dass du dich wiederholst, was ich auch finde. Aber ich finde auch, dass ich besser sprechen könnte, was ich halt leider nicht kann. die meisten Leute haben Luft nach oben in vielen Bereichen. Das wollte ich einfach anmerken. Und du hast, glaube ich, auch gesagt, dass ich Argumente verwechsel, also im Sinne von falsifizieren, dass man irgendwie nur Argumente falsifizieren kann, aber irgendwelche Äußerungen könne man nicht falsifizieren. Also ich glaube, mein Ansatz, da ist möglicherweise ein Unterschied zu deinem Ansatz, wir haben ja auch mal drüber geredet, woran erkennt man, dass ein Argument besser ist als das andere Argument? Meiner Erinnerung nach war Öffi der Meinung, das ist quasi klar, während du gemeint hast, naja, das erscheint halt Person A so und Person B vielleicht genau andersrum. Also sind quasi Argumente nur für Leute mit der gleichen Sicht auf die Welt gleich zu gewichten, gleich stark oder schwach. Während halt, sieht man ja, die Leute wählen ja unterschiedliche Parteien und kommen zu unterschiedlichen Schlüssen auf Dinge. Und wenn jetzt ich sage, hey, du bist ein bisschen blöd, das ist der Grund, dass du nicht checkst, warum meine Argumentation so gut ist, und du sagst genau das Gleiche, nämlich, dass ich blöd bin, dann ist für einen Außenstehenden vielleicht erstmal nur die Gemeinsamkeit, dass beide denken, es liegt am anderen. Wobei es natürlich tatsächlich möglich ist, dass es an Person A liegt, aber kann auch sein, dass beide was verwechseln oder dass es so komplex ist, dass beide Recht haben, aber übersehen, dass eben die andere Person auch recht hat. Und wahrscheinlich gibt es noch mehr Möglichkeiten. Genau, aber mein Ansatz ist, dadurch, dass man überhaupt verschiedene Möglichkeiten aufzeigt und ein Mensch verschiedene Gedanken in seinem Wesen empfindet und damit in Berührung kommt und ein Gefühl zu diesen Gedanken entwickelt, was sich im Laufe der Zeit verändert und so weiter
Und wenn er dann mitkriegt, wie andere Leute mit diesen Ideen umgehen, verändert sich das immer weiter. Also das ist mein Ehrgeiz, weil ich ja nicht unbedingt dran glaube, dass nur weil Öffi was wahnsinnig überzeugend findet, dass dann automatisch die andere Person auch so überzeugt. Genau, und dann noch als kleine Erinnerung hatte ich noch die Frage, die ich hoffe, die heute beantwortet wird. Die Wohlfühlstimme, eins der Konzeptvorschläge, Ideen vom Weltrat der Weisen, Next Scientist for Future. Wie genau erkennt die Wohlfühlstimme, welcher Faktor von den vielen, vielen, vielen Faktoren, die alle in die Wohlfühlstimme eingerechnet werden, also ist es das leckere Essen, ist es der tolle Arzt, ist es der gute Lehrer, ist es der Duft der bewussten Landschaftsarchitektur geschaffenen Pflanzen um das Haus? Also wie erkennt man, was dafür verantwortlich ist, dass es jemand so gut geht oder so schlecht in der Wohlfühlstimme? Okay, danke schön. Ich gebe mal wieder weiter und mache mich stumm. Ja, ich fange mal direkt mit der letzten Frage an. Das ist eben jetzt wieder einfach Statistik, das ist wissenschaftliche Methodenlehre und die habe ich nun mal auch eben leider sehr gründlich studiert und das funktioniert so mit der Ursachenzuschreibung. Wenn das einzige Merkmal, was eine Gruppe unterscheidet, ist, dass sie häufig beim Supermarktleiter A einkaufen geht und man eine andere Gruppe untersucht und diese Kunden haben alle Millionen verschiedene Merkmale, aber nur ein einziges Merkmal ist das Gemeinsame, nämlich dass die andere Gruppe beim Supermarktleiter B einkaufen geht, Essen einkaufen geht, ja, dann erübrigt sich die Frage nach dem, woran liegt es insofern, dass wenn man feststellt, dass die Kunden, die häufig einkaufen bei Supermarkt A, Supermarktleiter A, im Durchschnitt sich besser entwickeln vom Wohlfühlen und von der Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve verglichen mit dem tatsächlichen Gesundheitsaufwand. Wenn man also Wohlfühlen und Gesundheitsergebnis untersucht, dann kann man einfach nur sagen, es spielt gar keine Rolle, aus welchen 1000 Gründen diese Leute sich weiterentwickeln. Aber einer von den 1000 Gründen, warum die Leute sich positiv und gesünder entwickeln, scheint eben auch der Supermarktleiter A oder B zu sein, ja, jeweils, ja. Und dass man dann dem Supermarktleiter A, wenn er das bessere Ergebnis hat, einen größeren Verdienstzuschuss errechnet und ausschüttet und dem Supermarktleiter B einen kleineren Verdienstzuschuss ausschüttet, um sozusagen die Supermarktleiter generell zu motivieren, dass sie das Gemeinwohl im Sinne haben und daraufhin abzielen mit all ihrer Arbeit. Das ergibt sich so. Also das heißt, die Sache ist, bei jedem Patienten einer Praxis zum Beispiel. Eine Praxis hat 2000 Leute, die sich diese Praxis als Hauspraxis gewählt haben, zum Beispiel als eine von zwei möglichen Hauspraxen. Dann ist es eben nur so, dass die 1000 Faktoren, diese 2000 Leute werden von Zehntausenden Faktoren beeinflusst. Aber wenn ich wissenschaftlich nur auf den Unterschied untersuche, nur die Gruppe der Personen untersuche, die sich in diesem einen Merkmal unterscheiden, nämlich die 2000, die sich die Praxis A gewählt haben, verglichen mit denen, die sich die Praxis B als Hauspraxis gewählt haben. Und dann ist es quasi völlig egal, welche Tausenden von Faktoren deren Wohlfühlen und Gesundheit beeinflussen. Ich untersuche einfach nur darauf hin,
ob die Praxis B einen positiveren Einfluss auf die Gesundheits- und Wohlfühlensentwicklung seiner Kunden hat, verglichen mit der Praxis A. Und dabei brauche ich bei 2000 Leuten, brauche ich also gar nicht zu wissen, von welchen zigtausenden anderen Faktoren diese Menschen alle beeinflusst sind. Ich untersuche einfach nur darauf hin, ob diese eine Merkmal, nämlich hat sich die Praxis A zur Hauspraxis gewählt, verglichen mit hat sich die Praxis B zur Hauspraxis gewählt, nur da kriege ich raus, ob tendenziell sozusagen diese Praxis den Menschen, die Praxis B den Menschen besser tut als die Praxis A und dementsprechend kann ich die Verdienstzuschüsse ausschütten. Dass es dabei niemals millionenprozentig gerecht zugehen kann, ist selbstverständlich. Aber da ist wieder nur der Vergleich entscheidend. Nämlich, wenn ich vergleiche mit einem System, das wir ja sozusagen so beschrieben haben, ich darf es mal so beschreiben, das jetzige System ist Massenmord auf ganzer Linie. Das heißt, unser Gesundheitswesen zieht eine Blutspur hinter sich. Die Menschen sterben anstatt mit 127 oder 120 Jahren, wie es jetzt gerade wieder in einer Altersforschungssendung erwähnt wurde, sterben statt mit 120 oder es wurde auch die Zahl 122 genannt und wir sagen ja als oberste Grenze 127, ja, da ist sozusagen der Punkt, wenn ich solch ein Horrorsystem analysiere und erkenne, dass es sich um ein Horrorsystem handle, dann ist es mir egal, wenn es sein kann, dass vielleicht der Arzt B, weil da zufällig irgendwelche Außenereignisse seine Patienten, vielleicht ein paar von ihnen, besonders getroffen haben und dass es dann vielleicht tatsächlich nicht ganz gerecht ist, weil in Wirklichkeit die Praxis B gar nicht viel besser ist als seine Praxis, sondern er nur mal statistisches Pech gehabt hat. Dann ist dieses statistische Pech, nehme ich aber unheimlich gern in Kauf, wenn es das Grundmodell des Massenmordes beendet, nämlich dass das bisherige Gesundheitssystem Menschen ruiniert und von gesunder Ernährung abhält und sie in Behandlungsprozesse und Operationen verwickelt, die sie eigentlich gar nicht bräuchten, nur des Geldes wegen und so weiter. Ich muss also immer abwägen, was ich voneinander abwäge. Und dass natürlich eine Statistik, beim Supermarktleiter wird es schon wieder noch gerechter sein, weil wenn der ungefähr 10.000 Leute versorgt, werden die Gruppen größer und dann nivellieren sich dann schon wieder die statistischen Zufälligkeiten wieder leichter. Aber mir ist es wichtiger, dass der Massenmord durch Supermarktleiter und durch Arztpraxen aufhört, als dass ich sage, ich kann für eine 1000-prozentige absolute Gerechtigkeit der Verdienstzuschüsse Ausschüttung sorgen. Das kann ich nicht absolut, aber man kann hoffen, dass sich das von Monat zu Monat immer wieder ausgleichen wird. Mal wird die Praxis A ein bisschen statistisch bevorzugt, mal wird die Praxis B dann nächsten Monat statistisch bevorzugt und über die Jahre hinweg kann man hoffen, dass sich all diese Faktoren irgendwie ausgleichen. Viel gefährlicher ist ein anderes Thema, ja. Könnte es nicht sein, dass die Ärzte versuchen, die älteren Menschen aus ihren Praxen rauszuekeln, um die erhöhte Sterbewahrscheinlichkeit zu umgehen und sozusagen sich nur auf junge Kunden zu fixieren? Das sind Dinge, mit denen wir uns wirklich beschäftigen müssen, nämlich wie, welche Strafzahlungen und sonstigen Dinge bauen wir ein,
Wenn ein älterer Mensch zum Beispiel die Praxis verlässt und sich eine andere sucht, dann muss es da ganz hohe Strafzahlungen geben, damit eben der Arzt nicht anfängt, immer die älteren Leute rauszuekeln, sobald sie in die Gefahrzone kommen, dass sie vielleicht sterben könnten, wofür er ja dann die Wohlfühlstimme 7 bis zum, also die schlechtestmöglichste Wohlfühlstimme bis zum 127. Lebensjahr bekommt. Aber so ist das halt. Leider gibt es nirgends das ganze Paradies. Ja, das ist ja auch das Dilemma mit dem, ich setze es nochmal so an, ja, es geht immer um den Punkt. Ich habe in jedem System irgendwelche Restrisiken. Aber ein System, das hundertprozentig aus Massenmord besteht, bestehen zu lassen mit dem Argument, ja, aber die anderen Systeme, die Wohlfühlstimme und die Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve sind ja auch nicht hundertprozentig wasserdicht. Aber wenn ich ein System habe, das aus 0% Wasserdichtigkeit besteht, wie das jetzige Massenmordsystem, und es ersetzen kann durch ein 90%ig wasserdichtes, 95% wasserdichtes System, dann wäre es doch Wahnsinn zu sagen, ich lasse das mit dem 0% Wasserdichtigkeit bestehen, nur weil das andere nicht 100% ist. Wir müssen wegkommen von diesem Absoluten, sondern zum Relativen. Es ist einfach 1000-mal besser, wenn ich immerhin einen großen Grad an Wasserdichtigkeit erzeugt habe, als dass mein Boot einfach aus den großen Maschen eines Netzes besteht und ich sofort absaufe damit. Und wir leben gerade in der Situation, dass wir absaufen. Ich habe es ja auch vorhin schon gesagt, Luis, nochmal, um das ganz klar zu sagen. Wir leben im Zeitalter der Manipulation. Das heißt, unser Schiff, in dem wir alle leben, besteht nicht aus Planken, die halbwegs wasserdicht sind oder 3/4 oder 99% oder 95% wasserdicht sind, sondern unser Schiff besteht aus einem riesigen, löchrigen Schweizer Käse und wir gehen alle ständig unter darin. Ja? Und wenn ich so erkenne, wie schlecht in Wirklichkeit die Welt real ist, dann ist mir jede kleine Schwäche, dass ich nicht die hundertprozentige Wasserdichtigkeit hinkriege, ist mir recht, wenn ich mit 95% Wasserdichtigkeit und dem Schöpfen des Wassers rausschöpfen und so weiter mit allen Mitteln und mit Versuchen von Zukleben und so weiter irgendwie über den Fluss komme, dann reicht mir das. Also, und das ist auch so übrigens dann, das passt auch zu dem anderen Thema, nämlich zur letzten Talkshow mit Professor Wallach, ja, dass die haben ja alle eine gewisse, viele Professoren haben ja auch eine gewisse Sympathie für die Dreigliederung, bei der wir bei der Basis auch immer wieder begegnen. Und da ist so die Idee, dass man erkennt, ja hoppla, die Fehlanreize sind ganz schlecht, dass der Arzt bezahlt wird, für vieles operieren, viel Geld verdienen kann und für viele Impfungen verkaufen auch viel Geld verdienen kann. Diese Kritik ist berechtigt. Das sind Fehlanreize und wir brauchen ein System, das weniger Fehlanreize hat, also wasserdichter ist. Und dann erkennen sie aber nicht, indem sie dann vorschlagen, ich will ein staatliches, ich will, dass der Arzt Staatsgelder bekommt, quasi einen Beamtenstatus bekommt, damit er eben von diesen Fehlanreizen viele Operationen und Impfungen verkaufen zu sollen und zu müssen, um richtig Geld zu verdienen, von diesen Fehlanreizen wegkommt. Aber die übersehen dabei, dass im staatlichen System ja wieder andere erhebliche Fehlanreize drin sind. Nämlich, dass der Arzt sagen kann, ja, ich nutze die Arbeitszeit für mein Privatleben und für mein privates Liebesleben mit den hübschen Arzthelferinnen und Krankenschwestern. Und dass plötzlich diese Dreigliederer, diese Fehlanreize, die finden sie plötzlich unwichtig. Und finden da keine Erwähnung wert. Weil sie sagen, die Fehlanreize, die wir im Fokus haben, die sind ja dann weg. Aber es interessiert uns jetzt nicht, dass dadurch ja neue Fehlanreize sich öffnen und damit neue Wasserundichtigkeiten sich eröffnen.
Und mein Konzept ist ja eben eher dafür, im Weltrat dafür zu plädieren, überall nach den Fehlanreizen und den Wasserundichtigkeiten zu suchen und eine in der Summe möglichst hohe Wasserdichtigkeit anzustreben. Und dann denken eben auch viele bei dieser Dreigliederung, die denken immer so, dass die Privatisierung das Übel war, sehen aber nicht, dass wir auch mit dem Beamtenstatus immer Probleme hatten. Also deswegen interessiert, sage ich immer ganz bewusst, mich interessiert nicht, ob ein System privat oder staatlich ist. Ich gucke nur auf die Fehlanreize und versuche die Zahl der Fehlanreize und die Prozentzahlen der Wasserundichtigkeiten zu reduzieren. Egal wie, mit allen Mitteln sozusagen, weil sonst ein Massenmordsystem übrig bleibt und weiterhin bestehen bleibt. Ja, es könnte nämlich sein, dass die Ärzte dann anfangen, die Patienten unterzuversorgen und dass es dann Todesfälle durch Unterversorgung gibt in einem staatlichen System. Ja? Und das sind alles so Probleme. Professor Wallach hatte ja selbst auch gesagt, dass das englische System nicht immer gut funktioniert. Ja, es funktioniert gerade deswegen nicht immer gut, weil es eben auch Fehlanreize beinhaltet. Und unser Ziel muss ja in der Summe sein, immer die Fehlanreize zu reduzieren. Dafür plädiere ich bei den Next Scientists for Future und im Weltrat. Aber es ist doch gut, dass wir eben im Sinne der freien Argumentekultur, der wechselseitigen Falsifizierungsversuche, diesen offenen Austausch haben. Und es ist auch sehr gut, dass wir die ganze Palette der verschiedenen Denkmöglichkeiten und Konzepte haben. Denn was ist, wenn ein Staat sagt, ja, die Wohlfühlstimme verstehen wir nicht, also wir entscheiden uns für das staatliche Gesundheitssystemmodell. Ja, dann führen wir halt das durch. Besser das als nichts. Ne? Besser das als nichts, weil die Summe der Fehlanreize vielleicht da etwas geringer ist als bei dem privaten Gesundheitssystemmodell. Ja, und so weiter. Also das heißt, es ist auch gut, dass wir im Weltrat eine Bandbreite der Reformideen haben. Aber bei der Partei denke ich jetzt zum Beispiel anders, dass es da besser wäre, den Wählern eine Linie vorzugeben. Bei der Kompetenten, die Kompetenzpartei oder Partei der Kompetenz, damit sie eine Sache haben, der sie vertrauen können und der sie dann folgen können, weil ich fürchte, dass doch in uns mehr Bonobo steckt, also der sich nach Vertrauen orientiert, als dass die Menschen, ja, wir erleben das ja einfach, dieses ständige Reflektieren trifft offensichtlich nicht das Interesse von Millionen von Menschen, sondern das ständige Reflektieren, das gehört in die freie Argumentekultur, das gehört in den Weltrat, in die Next Scientists for Future. Aber dem Wähler muss man vielleicht etwas Einfaches anbieten, wo er sagen kann, ja gut, dem vertraue ich jetzt. Und ja, ich finde es interessant, dass die Talkshows und freie Argumentekultur Forum machen, in denen dann überall alle Reformkonzepte hin und her beleuchtet werden. Aber das, was bis jetzt als Zwischenergebnis, als Wahlprogramm bei dieser Partei steht, das reicht mir schon, um mich zu überzeugen, dass da eine gute Sache ist und der vertraue ich und der gebe ich meine Wahlstimme. Ja, das ist so eine Kombination aus beiden Elementen. So, und jetzt noch, Luis, zu deiner Frage kurz mit Erleuchtung. Also, um das nochmal ganz klar zu sagen. Die Esoterik ist ja für mich ein betrügerisches Geschäftsmodell aus vorteilbringenden Irrtümern, bei dem die Personen sich aber nicht bewusst sind, dass es sich um Unwahrheiten handelt. Also ich unterstelle, ich mache wieder die Unschuldsvermutung. Die Esoterik ist ein gnadenloses kapitalistisches Abzockemodell zum Abzocken von Menschen. Und besteht zu 99% sowieso aus Unwahrheiten sozusagen. Es geht darum, an das Geld der Kunden, die Bücher kaufen und Kurse kaufen, ranzukommen. Das ist nichts anderes als, das ist das Gleiche, wie wir Psychotherapeuten das machen. Wir zocken die Leute ab, ohne dass es uns bewusst ist. Es sind nicht bewusste, vorteilbringende Irrtümer. Insofern gibt es gar keine Erleuchtung.
Aber da ich in der Tradition von Osho Bhagwan Sri Rajneesh auch gearbeitet habe als Bhagwan Anurag Seetal, war es für mich natürlich nötig, auf seinen Erleuchtungsbegriff mit aufzuspringen sozusagen. Und ich habe gesagt, wenn wir jetzt schon den Begriff Erleuchtung verwenden, und dann muss ich doch klar sagen, dass die Leute, die da von Erleuchtung oder von Erleuchteten reden, dass diese Leute alle nicht erleuchtet sind, weil nämlich mit Erleuchtung ja in der Esoterik das Höchste gemeint ist. Da diese Leute aber von dem Höchsten keine Ahnung haben, habe ich dann natürlich gesagt, dass die echte Erleuchtung, und ich will es vielleicht noch ein bisschen erweitern heute, eben diese Fähigkeit zur freien Argumentekultur der wechselseitigen Falsifizierungsversuche ist. Und vielleicht will ich diesen Erleuchtungsbegriff noch durch eine Kleinigkeit ergänzen, nämlich durch einen möglichst hohen Grad des Aufdeckenkönnens von vorteilbringenden Irrtümern in sich selber und des Herausschmeißens derselben. Also jemand, der schon ziemlich viele vorteilbringende Irrtümer herausgeschmissen hat und gleichzeitig die freie Argumentekultur der wechselseitigen Falsifizierungsversuche einhält und beibehält, der hat dann einen etwas höheren Erleuchtungsgrad als ein anderer, ja? Aber sozusagen jetzt zu argumentieren, dass die Esoterik das anders definiert, das ist ja, dass das ein System der vorteilbringenden Irrtümer oder ja, ein nicht bewusstes Betrugssystem irgendwelche eigenen Definitionen hat, kann mich nicht interessieren. Ja? Sondern wenn Scharlatane über Erleuchtung reden und gar nicht wissen, damit aber das Höchste meinen, aber etwas Falsches als das Höchste benennen, dann sage ich, alle diese Leute waren nie erleuchtet, weil das, was sie als das Höchste definieren, war nie das Höchste. Das Höchste ist die Fähigkeit zur freien Argumentekultur der wechselseitigen Falsifizierungsversuche. Und die Freiheit, relative Freiheit von vorteilbringenden Irrtümern im Kopf. Ja, das ist das Höchste, was machbar ist für Menschen überhaupt. Alles andere ist nicht das Höchste und war nie das Höchste. Das war nur alles Abzocke, Geschäftsmodelle, Locken mit Erleuchtung und so weiter, mit dem Höchsten, ohne das Höchste zu kennen. Ne? Ja, und dann, Luis, abschließend für jetzt, ich meine, ich sehe das so, dass du genauso wie ich auch frustriert bist, ja, das geht nicht so richtig voran, auch mit der Kommune, ja, da im Moment kommen nicht viele neue Leute dazu, aber ich kann da nur Sinn erweisen, weil du mich ja immer auch gefragt hast, wo sind noch unerleuchtete Punkte? Die unerleuchteten Punkte sind, dass du in den letzten Monaten viele Kontakte hattest zu Menschen, die du ohne Supervision und ohne Mediation durchgeführt hast. Und diese Kontakte sind dann innerhalb kürzester Zeit schwierig geworden und dann führten zum Kontaktabbruch sozusagen. Und da ist der Punkt, man sollte nicht, ich habe jetzt ja auch im ÖFF angeboten, dass er zum Beispiel in dem Streit mit dieser, ja, ich nenne sie mal etwas verwirrten Osho-Schülerin sozusagen, Osho Bhagwan Sri Rajneesh-Schülerin oder Fanatikerin, können wir es mal andersrum sagen, gerne seine Supervision und Mediationsleitung akzeptiere, weil es immer besser ist, einen Unbeteiligten dabei zu haben, der nicht direkt in dem Konflikt beteiligt ist. Und da kann ich sagen, Luis, vielleicht wäre die Kommune doch aus einigen Personen bestehend, wenn du sofort von der ersten Sekunde an die außenstehende, neutrale Supervision und Mediation angenommen hättest. Und gerade darin, dass diese Friedensagentur und so weiter nicht von der ersten Sekunde einzuschalten, da liegt dann, wenn wir alle im Zeitalter der Manipulation leben und die Menschen alle von vorne bis hinten durchmanipuliert sind und damit auch streitsüchtig sind, rechthabereisüchtig und so weiter, dann darf es keine Sekunde ohne das Frackplenum im Frackforum oder das Frackplenum in der Online-Form oder Telco-Form darf es nicht geben.
weil das Risiko zu groß ist, dass man wertvolle Menschen verliert, nur weil man nicht von der ersten Sekunde an unter Supervision die Kontakte gestaltet hat. Denn leider ist es so, dass Menschen, wenn sie so wie in den Mittwochstalkshows, wenn sie ohne Außensupervision aneinander geraten, dann geraten sofort, krachen die unterschiedlichen vorteilbringenden Irrtümer der unterschiedlichen Personen aufeinander, oder die vorteilbringenden Irrtümer bestimmter Personen krachen mit den Wahrheiten anderer Personen zusammen und die vertragen sich einfach nicht. Die sind wie Hund und Katz. Ja? Das heißt, das ist quasi, das ist, wenn bei den Zeugen Jehovas einer reinkommt, der irgendeine biologische Wahrheit über die Evolution erzählt und die Zeugen Jehovas sagen dann, wir halten aber die Evolutionsgedanken für Teufelswerk. Das kann nicht funktionieren und das ist dann auch, da gibt's kein richtig Verhalten und kein Fehlverhalten, sondern da gibt's einfach leider keine Möglichkeit. Man müsste, wenn dann mit der in der ersten Sekunde Supervision und Mediation machen und so sagen, wieso orientierst du dich an der Überzeugung, dass alle, die über Evolution nachdenken, des Teufels sind, und wieso gehst du nicht auf Argumente ein, auf sachliche, inhaltliche Argumente? Könnte man wenigstens versuchen, aber auch da wird man dann bei den Zeugen Jehovas nicht viel erreichen. Ja, ich hoffe, ich habe soweit, also bitte weiter nachfragen. Ich habe mal so das, was ich jetzt behalten hatte von Louis, deinen Fragen, mal so versucht zu beantworten. Ne? Ich hoffe, das hilft weiter und wenn nicht, bitte weiter nachhaken. Ja, FF, deine nächste großzügige Runde. Ja, danke Louis, danke Dylan. Ich gehe auch mal auf ein paar Punkte ein. Das mit der Erleuchtung. Also man kann das ja unterschiedlich definieren, was man damit meint. Tatsächlich ist nach meinem Wissen auch das Zeitalter der philosophischen Aufklärung da in Frankreich als Siècle des Illuminations, also das Erleuchtungszeitalter, betitelt worden. Und also ich habe es ja immer gerne, wenn es nicht darum geht, dass irgendjemand jetzt, wer weiß, wie tolle Ansprüche von sich selbst verkündet, sondern dass man Kriterien benennen kann, die auch sehr unkompliziert von jedem angewendet werden können, um sich eine Meinung zu bilden, ja, was davon zu halten ist. Am besten immer Wissenschaft auch. Und also wenn du gesagt hast, Louis, dass ich es so darstelle, als wäre ich da ziemlich der Einzige, der jetzt die Verantwortungsreife des Post-Conventional Levels verwirklicht, dann, ja, ich glaube, es steht ja jedem von uns offen, sich anzuschauen, was ist das Post-Conventional Level? Sehe ich das wirklich als Kriterium für Persönlichkeits- und Verantwortungsreife? Als ein wissenschaftliches Kriterium? Was besagt dieses Post-Conventional Level? Und wer macht es? Und ich glaube, also es gibt ja ganz einfache Bedeutungsinhalte dieses Post-Conventional Levels oder Spirit Identification Level, wo jeder sich in 2 Minuten die Frage stellen kann, ja, inwiefern ist das bei einem Menschen gegeben oder nicht gegeben? Ich nenne nur die 2 Grundkriterien, die man meines Ermessens, bitte jeden das zu überprüfen, zwangsläufig damit verbinden muss. Und dann kommt schon gleich raus, ja, wer macht das so? Also ich glaube, die grundlegendste Bedeutung des Post-Conventional Levels ist zu sagen, ich renne nirgends blind hinterher, sondern ich nehme das Steuerruder meines Lebens selbst an mich und möchte mit Verantwortungsreflexion, also dass ich die Folgen meines Tuns versuche zu berücksichtigen, im Ganzen verantwortlich. Also so gut ich kann, ne, mag ja noch so stümperhaft nur sein, aber als Maßstab versuche das Steuerruder zu nehmen
und nach bestem Wissen und Gewissen im Ganzen verantwortlich damit umzugehen. So, und dann kommt schnell eine zweite Frage dazu, und das ist der Knackpunkt in meinen Augen, wo die Menschheit aussteigt aus diesem Boot. Also schon bei dem ersten Kriterium kann man sich ja mal überlegen, wie ehrlich und umfassend man das so an sich ranlässt und daraus was macht. Aber die zweite Frage jetzt, habe ich überhaupt mein Steuerruder oder haben das andere Leute, die in meinem Namen behaupten, hier schwerwiegendste Entscheidungen treffen zu können? Die Regierung, die in meinem Namen regiert und beteiligt ist an illegitimen Angriffskriegen, am Versuch, Rüstungsexportweltmeister zu werden, als führende Autobauernation hier die Oberfläche des Planeten umzugestalten. Ja. Also, da haben andere mir das Steuerruder abgenommen. Jetzt kommt die Frage. Darf ich mein Steuerruder an andere Menschen geben, die mich vorher nicht fragen, nicht richtig fragen und die mich nicht mit aufs Ganze schauenden Verantwortungsgründen überzeugen? So, und jeder, der jetzt an dieser Stelle sagt, nein, jeder, der an dieser Stelle sagt, das Post-Conventional Level oder Spirit Identification Level wäre mit diesem Verhalten nicht vereinbar. Der braucht jetzt nur noch zu gucken, wer diesen Gedanken an sich ranlässt und die Konsequenz daraus zieht. Und dann kann man sich schon ganz viel sagen, also bei diesen grundlegendsten Weichenstellungen, ne, ab wann ziemlich die komplette Menschheit aussteigt aus dieser Verantwortungslogik oder aus dieser Verantwortungsreise. Und man kann natürlich dann fragen, ja, sind jetzt das die wichtigsten Fragen? Gäbe es noch was Wichtigeres? Gäbe es noch grundlegendere Weichenstellungen und so? Und müsste man irgendwas vorher bedenken oder überordnen? Herzlich gerne. Also mit mir kann man dann über alles reden. Ich sehe es als ziemlich die grundlegendsten Weichenstellungen. Eigenes Steuerruder verantwortlich behandeln und nicht an Verantwortungslose abgeben. Oder auf verantwortungslose Weise an andere abgeben. Ja. Gut. Das zum Thema Erleuchtung. Also ich kann schon mal sagen, ich habe ja vor Jahren, ich bin ja auch, oder ich versuche immer, so gut wie möglich andere Menschen zu finden, auch Orte, die vielleicht schon erheblich weiter sind oder wo ich mich einfach hätte anschließen können, auch in der Vergangenheit. Ich bin am Anfang 1988 bis 91 durch Europa gereist und habe da verschiedenste alternative Gemeinschaften aufgesucht. Dann die Nachfolgebewegung, Emmaus-Bewegung in Frankreich, auch in Italien alternative Projekte und hatte die Absicht eigentlich, jetzt gucke ich, wo ist der Ansatz schon im Wesentlichen okay und dann schließe ich mich da an, lerne von denen und bringe das Projekt von denen weiter mit hoch. Aber ich habe überall Schattenregimenter getroffen. Also nicht nur, dass die wirklich jetzt der Politik regierenden nach Post-Conventional Level Maßstäben von unserer Steuerruder nicht bekommen dürften. Ich habe auch in den alternativen Strukturen nicht diese ganz klare, offene, ehrliche Argumente-Gleichberechtigung gefunden, sondern doch, dass da über irgendwelche Schattenhebel anders gesteuert wurde. Und deshalb konnte ich das nicht machen. Deshalb bin ich dann lieber allein auf die Straße gegangen und habe gesagt, dann gründe ich die Schenker-Bewegung oder Bewegung für ganzheitliche Nachhaltigkeit. Übrigens, danke für deine Hinweise dazu und ist eine schöne Idee, dass der Dylan vielleicht irgendwo, wo er die Videos macht, da so ein kleines Infofenster oder so oder einen Abschnitt mit verbindet. In meinem Fall reicht eigentlich auch immer sofort zu sagen, wer Näheres wissen will, schaue auf global-nav.eu. Ihr könnt mir immer alle möglichen Bilder schicken und die blende ich dann ein. Ich blende zum Beispiel gerade ein Bildschirmfoto vom ÖFF ein. Ja? Na super, perfekt. Ne? Und wer bei mir sieht, global-nav.eu. Das kann man im Moment sogar gut lesen in der Aufnahme. Ja, perfekt. Das ist doch super. Also dann ist in meinem Fall alles schon zufriedenstellend gegeben in dieser Hinsicht. Ja, gut, dann komme ich jetzt doch mal zu was Anspruch. Ah, nee, erst noch was anderes. So wie ich es liebe, dass da nicht irgendwelche nebulösen Ansprüche gestellt werden, wie toll man ist, wie toll die eigene Alternative ist oder was auch immer, sondern möglichst direkt Erlebbares, was man prüfen kann, selber prüfen kann. So weißt du aber, Luis, dass das im Moment, ne, bei der Motivationsfrage
du weißt, dass du eingeladen bist, mal einen absoluten Intensiv-Abenteuer Aufenthalt oder Zeitphase dir reinzuballern ins Leben. Nämlich, dass du schaust, die Voraussetzungen so zu machen, dass du bei deinem Projekt zeitweilig die Tür zumachen kannst und dann das mit mir machen kannst, was ich in früheren Zeiten mit Mitschenkern auch gemacht habe. Also du allerdings immer mit der Entschärfung, dass du als Verbündeter nur quasi denkst und redest, und was das praktische Tun angeht, musst du keine Bäume ausreißen, sondern kannst sagen, hier, Öffi, guck mal, das ist jetzt der richtigste, konsequenteste, radikalste Gedanke, mach mal. Ich als Verbündeter muss das jetzt nicht machen. Aber wenn wir jetzt drüber nachdenken, das ist das Radikalste, du musst das jetzt eigentlich machen. Du kannst dir nur höchstens kleine vertretbare Ausnahmen und redliche Kompromisse erlauben, aber nicht, dass etwas, was richtig rauskommt, als das, was dann jetzt radikal geschehen muss, nicht gemacht wird. Ja, und dann bist du so eingeladen, dann mitzukommen und zu gucken und oder an Orte zu gehen. Ich hatte ja gesagt, dieses Demokratiefürsorgecamp, also in Berlin, wo aus meiner Sicht sich entscheidet jetzt, ob die für die Menschheitsentwicklung es wegkippt in Willkürdiktatur oder in demokratische Argumentekultur. Da könntest du als Verbündeter, also nur mit Denken und Reden, also nicht, dass du irgendwas Heldenhaftes praktisch tun müsstest, könntest du sozusagen ein verlängerter Orga-Arm da sein, der jetzt auch vor August vielleicht eine Großveranstaltung und vielleicht auch dann mehr Leuten, die jetzt Zeltcamp mitmachen wollen, könntest du der verlängerte Orga-Arm sein. Natürlich würde dich keiner abhalten, wenn du sagst, also jetzt im Sommer ein Minimum an praktischer Radikalität will ich auch machen. Ich besorge mir für 20 Euro so ein Billigzelt und stelle das an einem der wichtigen Orte mit auf, so wieder ein paar andere Leute. Also ich hoffe, dass immer wenigstens noch einer oder so da ist, dass wir sagen können, das ist jetzt nicht nur Symbolismus, sondern es wird auch praktisch der Faden des Zeltcamps aufrechterhalten. Aber jedenfalls könnte man auch so einfach sein Zelt hinstellen und sagen, wenn ich da bin, liege ich da auch drin oder ja, mache ich praktisch auch Zelt. Aber das müsste nicht, weil du musst ja gar nicht praktisch. Der Anspruch für Verbündete ist ja eigentlich nur das Denken und Sprechen, nur die Beteiligung in der Theorie. Ja, und ich hatte dir auch gesagt, ne, also bei so Dingen, wie wo man sich sonst vielleicht überfordert fühlen kann, radikalste natürliche Selbstversorgung mit den Wildkräutern, kommst du dazu, wir machen das dann gleich erstmal eine Woche komplett, nur von Wildkräutern und Früchten oder so sich ernähren. Ja, da könnte also einiges geschehen. Im Sinne von nicht, ich glaube irgendwas, ne, dass da die Erleuchteten die Welt gerade retten und keiner weiß, was passiert und irgendwo ist es im Nebel, sondern rein ins Licht auf die Lichtbühne und durch eigenes praktisches Erleben sehen, was geht und was macht es auch mit einem, wenn man das mal enttabuisiert und auch im Kopf entkolonialisiert an sich ranlässt einfach. Gut, also das war jetzt noch. Ach, genauso, ich habe dir jetzt zugesagt, also muss mir jetzt nur immer noch vielleicht sagen, ich habe ja gesagt im Forum, ich bin da einige Zeit nicht zugekommen, aber jetzt habe ich den Ehrgeiz, dass wenn jemand sagt, er hat irgendwo Fragen mir gestellt oder hat ein Thema, wo ich was zu sagen soll, ich kann es natürlich nicht unbedingt jetzt vom Volumen her auch schon immer, wer weiß, wie dicke Zusagen, aber dass ich reagiere und was sage, die Zusage steht jetzt, soll innerhalb von 2 Tagen möglich sein. Also bitte immer nur höchstens noch darauf hinweisen kurz, hier, da und da ist noch was oder jetzt was Neues dazugekommen. Da möchte ich jetzt innerhalb von 2 Tagen mal eine Reaktion sehen und dann soll das auch so sein. So. Gut. Jetzt komme ich zu dem anderen, was du angesprochen hast, was ich für ein total spannendes Thema halte. Da könnte man jetzt ganze Vorlesungsreihen draus machen. Nämlich, wenn wir von freier Argumentekultur reden, woran messen wir die Argumentequalität? Inwiefern besteht da Unsicherheit oder die Möglichkeit, in die Irre zu gehen? Ja, ich deute das heute aber nur an, weil wir haben jetzt 19.45 Uhr und ich habe mir ja vorgenommen, dass ich da den Verantwortungstreff so zwischen 18 und 20 Uhr jetzt mache hier, weil das zumindest jetzt hier an den Wochenenden für mich ausufert. Also ich liebe ja andere Talks, wo man auch noch mehr in die Unendlichkeit dann weiterreden kann, aber ja. Aber ich gebe ein paar Stichworte dazu. Also erstens halte ich das ja für völlig unwichtig. Weil ich glaube, dass 98% unserer Probleme gar nicht darin bestehen, die Argumente auf Qualität abzuklopfen, sondern das Abklopfen auf Korruptionsverfälschung ist das Bestimmende. Also 98% unseres Problems
ist, dass wir gar nicht nach Argumentequalität schauen können, so richtig, weil es zum Teil kackfrech mit äußerer Durchsetzung mittels Korruptionsmitteln, Macht, Geld, Willkür anders gebogen und geschoben wird. Und wenn wir das weg hätten, bin ich ganz sicher, dass das Problem, wie sieht es aus mit der Argumentequalität, eigentlich gar nicht besteht. Aber wir sollten es ganz genau eben wirklich mal im eigenen Talk, also sonst auch nächsten Samstag, nochmal besprechen. Aber ich nenne jetzt mal so überschriftenmäßig. Wir müssen ja unterscheiden zwischen der harten Evidenz der Naturwissenschaften und dem, was im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften als Evidenz angesehen werden kann. Da ist schon mal das erste Überschrift, Bereitschaft zu kritischem Diskurs, statt einfach Willkürfestlegung, Dogmen und sowas, ideologischen Dogmen. Das macht Wissenschaftlichkeit dann aus. Zweiter Maßstab, das sind die grundlegenden Ansprüche an Argumente, die die Diskursethik stellt. Habermas, Apel und so sind Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen. Ich sage es nur in einem Satz schon mal, worauf das hinausläuft. Die Qualität eines Arguments ist daran zu messen, ob wenn alle Menschen, zumindest alle Betroffenen, aber ich sage mal, alle sind heute betroffen, wenn alle Menschen unter freien Umständen vollständig informiert, also ohne Leerstellen, zu großen Leerstellen, und ohne Manipulation Ja dazu sagen könnten. Ja, also ist ein bisschen weiter gedacht, der Kantsche kategorische Imperativ, aber ist besser formuliert und auch besser inhaltlich ausgefallen. So, dann gibt es natürlich am Ende auch die reine wissenschaftliche Argumentequalität. Die Verifikation durch unmittelbares Erleben, die Experimente, die direkt empirisch festzustellen sind. Dann Logik, dann gerade im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften eben die Belegbarkeit durch andere, auch zum Teil ja Theorien, möglichst handfeste Theorien. Also gerade wenn es noch richtig handfeste Prüfbarkeit gibt, ist ja, wissen wir ja jetzt auch in Corona-Zeit, also wenn da irgendwelche Wissenschaftler ihre Arbeiten veröffentlichen, die Frage, inwiefern ist das Peer geprüft, also auch die Veröffentlichung in wissenschaftlichen Zeitschriften, das heißt durch ähnlich qualifizierte Wissenschaftler nochmal nachgeschaut, also nicht nur von einem Wissenschaftler die Veröffentlichung seiner Ergebnisse und so weiter. Und jetzt letzte Überschrift. Ich glaube, wenn man dann noch weiter guckt, was ist das beste Konzept für den Umgang mit Argumentequalität, dann landet man beim Falsifikationsprinzip des kritischen Rationalismus, Karl Popper und so, welches einerseits Grundbegriffe hat, also in, wie sieht es aus mit der sprachlichen korrekten Ausdrucksform, wie sieht es aus mit Einhaltung von grundlegenden Logikmaßstäben, wie kein Verstoß gegen den verbotenen Selbstwiderspruch, hinreichende Kausalbegründung, also ist es eine hinreichende Begründung, ist es eine notwendige Begründung und so weiter, das kann man alles unterscheiden. Und da eben der kritische Rationalismus im Unterschied vorher, also vorher manche Wissenschaftler haben gesagt, ja, wir haben unsere positiven Beweise, die Belege und so weiter, und dann machen wir absolute Aussagen, oder wir können am Ende vielleicht auch vollständige Aussagen machen, wie alle Schwäne sind weiß, ne? Und das Falsifikationsprinzip sagt, egal wie weit wir unseren Formalismus der positiven Bestätigung da treiben, wir kommen damit nicht zum Ende. Es kann immer dann ein Schwan kommen, der ist schwarz. Und insofern ist es ein günstigeres Prinzip noch, statt lauter positive Belege anzuhäufen, zu beschreiben, wodurch etwas widerlegt würde. Das ist das Falsifikationsprinzip. Also dann kann ich nehmen, das ist nicht so wichtig, habe ich jetzt 100.000 oder habe ich eine Million Belegen, die ich aufhäufen kann, sondern habe ich Kriterien genannt, möglichst handfeste Kriterien, die meine Aussage von einem Willkürdogma unterscheiden. Also es wissen andere, woran sie es kritisch prüfen können und wodurch es widerlegt würde. Also wie gesagt, da kann man jetzt viel, viel mehr noch drüber sagen und wir sollten das, denke ich mal, weil ein durchaus sehr interessantes Thema auch ist, vielleicht nächsten Samstag genauer machen. Ich rede davon in der Regel nicht so viel, weil ich wirklich feste Überzeugung bin, die Korruption ist das, was uns das Genick bricht. Und wenn die weg ist und wir unterhalten uns dann über solche
Fragen der Argumentequalität, da kommen wir gut voran, da kriegen wir gute Ergebnisse, da sind wir auch hinreichend einig dann, so dass wir da nicht im Streit nur uns zerfleddern. Das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist die Korruption. So, und von meiner Seite aus war das damit auch ein Stück weit das Ende für heute und Ausblick für ein Thema beim nächsten Mal, wenn es euch auch gefällt. Ich danke euch wieder für das spannende Gespräch. Und ja, ich wüsste nicht, wo die Leute sowas Gutes sonst so einfach finden können. Infolgedessen, ja, also ich kann vielleicht noch sagen, doch auch als kühne Aussage, also ich wollte mich immer vernetzen. Ich habe vor, wann war das jetzt, 10 Jahren, habe ich mal festgestellt, es gibt zumindest, was die Schenkökonomie angeht, also vom Schenken als Prinzip zu leben, da bin ich nicht alleine. Ich sehe immer sowieso ab, ja, von den Naturvölkern im Wald, im brasilianischen Urwald, unentdeckte Völker oder sonst was. Aber ich habe festgestellt, da gibt es Leute. Ne? Es gab hier in Deutschland noch die Heide Marie Schwärmer, es gab in England den Mark Boyle, in Südafrika den Adin von Reinfeld, in Amerika den Daniel Schwelo. Aber das waren Einzelgestalten, die jeweils ein Buch darüber geschrieben haben und die auch es nicht so radikal nur als Schenken praktiziert haben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es gibt diese sogenannten existenziellen Schenkökonomen, Lifestyle Gift Economist, ne, gab es auch Verzeichnisse darüber im Internet. So, und wie sieht es aus jetzt mal mit dem Verhältnis zum Staat? Also nicht nur einfach, wir schenken einander, sondern wir schenken vor allem auch die Entscheidungsfreiheit. Und das haben die alle nicht gemacht. Also dieses Thema so mit thematisieren und da überlegen, welche Schlussfolgerung, welche Konsequenz will man dann ziehen. Ja, sind wir gleich um 8 Uhr. Ja, gut. Also damit sei das mein Schlusswort. Ne? Und es zeigt leider, es machen nur wenige Leute, denken überhaupt über diese Maßstäbe so nach und wollen das überhaupt durchziehen. Ja, ich umarme euch durchs Telefon und wünsche euch noch schöne Zeit dann. Bis zu unserem nächsten Wiedersehen. Ja, danke. Also Öffi, du weißt ja auch, dass ich da mit Begeisterung mehr oder weniger zugesagt habe, deinem Angebot. Kam jetzt so rüber, als wüsste ich vielleicht, dass das Angebot, aber hätte mich weiter in meiner Demotivation gesuhlt. Ja, Dylan, also ich finde, wie du über die esoterische Literatur redest, das ist nur Scharlatanerie und Abzocke. Das ist nicht mein Eindruck. Ich habe einfach ganz viel wertvolle Perspektiven und Gedanken kennengelernt dadurch. Mag zu einem hohen Prozentsatz zu sein. Aber ja, ich finde das dann quasi ungünstig, solche Aussagen zu treffen. Und wenn du willst, kann ich dir bereichernde Bücher nennen. Und ja, weil du jetzt von Osho einen komischen Eindruck hattest. Also es hat mal einer gesagt, ich glaube Rüdiger Dahlke, von der Existenz von Falschgeld darauf zu schließen, dass es kein einziges echtes Geld gibt, ist übertrieben. Ja, und dann hast du gesagt, also dass ich in den letzten Monaten viele Leute quasi verloren hätte, dadurch, dass ich nicht von der ersten Sekunde an dieses Friedensagentur-Angebote nutze. Also viele ist ein relativer Begriff. Hier waren 3 Mitbewohner und dann nochmal später ein anderer Mitbewohner. Die habe ich auf alle Fälle verloren, wobei ich mit einem von denen gerade was aufarbeite. Und die hatten nicht das damalige Ausmaß an möglicher Nutzung von Friedensagenturen wahrgenommen. Das ist noch nicht so lange her, dass du das Angebot gemacht hast, täglich das machen zu können. Und wenn sich jemals wieder die Gelegenheit ergibt, werde ich das, denke ich, wahrnehmen. Gleichzeitig habe ich beim letzten Mal gesagt, dass ich das
weise, konsequent, interessant und so weiter fände, wenn du und ich uns in einer solchen Friedensagentur wegen so ein paar Details, die eigentlich nicht wild sind, aber nachdem du das so oft betonst, du hast gesagt, keine Sekunde ohne eine Friedensagentur. Also ich habe das beim letzten Mal schon erwähnt und würde mich freuen, wenn du dann quasi sagen würdest, ja, Luis, lass uns das machen. Ja. Und ansonsten ja, bin ich dann sehr neugierig, Öffi, wie wir mal so eine Situation, wo du denkst, dein Argument ist einfach Killerbombe und jemand anders denkt, ja, aber irgendwie nicht für mich. Wie wird das dann nach diesen Kriterien, die du gerade genannt hast, mal untersuchen, woran das jetzt genau liegt? Ja, und ja, ich glaube, eine große Frage ist auch, welche Notwendigkeiten erfordert eine Krise und wie fähig sind die Menschen, diesen Notwendigkeiten gerecht zu werden? Und welchen Spielraum hat man da, sich auf die mangelnden Fähigkeiten der Menschen durch sehr pädagogisch niedrigschwellige, was auch immer, Formulierungen, Ansätze einzustellen? Oder ist dann halt einfach leider Pech, dass da kein Spielraum ist? Wie es ja auf eine Art zu sein scheint, wenn wir von heute auf morgen völlig bedürfnislos würden und mit unserem Lebensstil nicht mehr den Planeten missbrauchen würden, würde sich immer noch scheinbar um 3 Grad erhöhen, also insgesamt. Jetzt sind wir wohl bei 1,1 Grad und dann wären immer noch so, dass wir insgesamt bei 3 Grad Erhöhung sind und jetzt ist halt schon 50 Grad in diversen Bereichen unserer Erde. Na gut, aber dann danke ich auch und bin überrascht, dass wir quasi mal eine Sitzung hatten, wo es nur 2 Runden gab. Ja. Und dann gebe ich wieder weiter. Und ja, ich würde noch dafür plädieren, einfach tatsächlich in der Beschreibung unter so einem YouTube-Video die Links zu haben und eine Kurzbeschreibung und vielleicht auch in der Überschrift mindestens den Öffi, den Klick-Generator erwähnen. Gut, vielen Dank, auch Umarmung und viel Spaß. Ja, also wir wollen ja jetzt das Ende suchen, deswegen vielleicht kannst du ja, Luis, fürs nächste Mal aufschreiben. Ach so, nur der Hinweis an die Zuschauer. Das heißt also, das auf dem Stirnband heißt global-love.eu, ne? Damit es auch jeder wirklich genau richtig verstanden hat. Ja, ich blende jetzt nochmal das Bild ein von uns hier. Das Foto von Luis und mir, so hier oben. das wäre vielleicht beim nächsten Mal wirklich. Ich brauche nicht vieles, sondern bitte sage beim nächsten Mal einen einzigen wertvollen Gedanken, den dir die Esoterik gebracht hat. Und ich werde dir sagen, wo der Irrtumsanteil darin ist, warum das eine teilweise Unwahrheit ist oder gar eine vollständige Unwahrheit ist. Denn das Ganze besteht, die ganze Esoterik besteht, genauso wie meine Psychotherapie, die ich lange studiert habe und geglaubt habe. Die besteht nicht nur aus vorteilbringenden Irrtümern, sondern die gesamte Psychotherapie ist ein einziger vorteilbringender Irrtum. Und die esoterische Therapie ist auch nichts anderes als ein einziger solcher Irrtum. Dann kannst du deine Argumentation gerade feilen die ganze Woche, aber Verzeihung, dass ich dir ins Wort gefallen bin. Ja, also auf jeden Fall das nächste Mal gerne einen solchen Gedanken nennen. Ich kann dir ruckzuck sagen, was daran aus Argumentesicht und welche Argumente dafür sprechen, dass es sich dabei um eine Teilunwahrheit oder vollständige Unwahrheit handelt, die eben das letztendlich dem Zwecke dient, irgendwelche Menschen abzuzocken, in die Irre zu führen und sie zu Kunden zu machen und zu Dauerpatienten zu machen, der esoterischen Therapien und so weiter. Also der Mechanismus ist der gleiche. Was?
angenommen, du hast Unrecht, wie machst du es dann wieder gut? Nö, also ich bin hier überrascht. Also Osho hat den einen oder anderen Satz, sonst wäre ich ja nie bei ihm gewesen in Indien, wenn er nicht auch den einen oder anderen Satz gesagt hat, der auch durchaus mal der Wahrheit entsprach. Das ist auch gut so. Und er war auch inspirierend mit der einen oder anderen Wahrheit. Aber seine Gesamtsumme, sein gesamtes Weltbild bestand eben doch im Wesentlichen aus Unwahrheiten. Ne? Deswegen ist ja auch seine Kommune notwendig gescheitert, weil er gar nicht wusste, wie Menschen wirklich funktionieren. Und deswegen, ich überlege ja die ganze Zeit, ja, dass wir ja öff zum Beispiel versucht ja aus allen Menschen diese hochentwickelten Post-Conventional-Level-Menschen zu machen. Ein gutes Ansinnen. Aber die Frage ist, wie weit sind sie erreichbar? Und jetzt die Idee mit der Partei, die Kompetente, ja, ist eher so eine Art Kompromiss. Na gut, wenn die Menschen im Moment so sind, dass sie vielleicht doch eher einfach nur gucken, wem kann ich ungefähr vertrauen und dem gebe ich meine Wahlstimme, dass ich mich da quasi auch bereit bin, mich diesem Level eher anzunähern. Ne? Weil ich einfach sage, wir brauchen ja irgendwie, müssen wir ja den Weg suchen, auch zu einem möglichen, auch durchaus Erfolg. Ja, also, ja. Also, ich gebe weiter, weil wir suchen ja das Ende für heute. Ja, ihr Lieben, und das können wir von mir aus auch gerne machen. Ich schließe mit zwei Sachen noch. Luis, du hast gemeint, du freust dich da, dann so mal Leute zu bringen, an deren Standpunkt man so wirklich prüfen kann, was es dann, was der Öff sagt oder was wir hier so, also wir sind ja in vielem einig, was wir hier unter uns so besprechen. Welche Qualität hat das in der heftigsten Auseinandersetzung so? Und das können wir gerne machen. Ich meine, du hast ja schon Erfahrungen jetzt gemacht mit den Brückengesprächen bezüglich Corona, wo auch die als Mainstream-Vertreter kamen, am Ende dem Konsens zustimmten, dass es dieses Demokratieversorgecamp eigentlich dringend braucht, da in Berlin natürlich nicht einsetzen. Und, also ich habe ja oft gesagt, ich liebe das, die praktische Überprüfung, zu gucken, wo sind die andere Standpunkte haben, und wenn man das möglichst gründlich und gepflegt zum Austrag bringt, was kann dabei rauskommen. Da haben wir ja zwei Dinge laufen, das sind jetzt noch praktische Sachen, wozu ihr euch zum Abschluss noch einladen will, weil beides kam ja jetzt vor, auch in unserem Gespräch. Luis, ich finde das toll, ne, dass du jetzt dieses Angebot der Abenteuer-Erlebnisphase so siehst. Aber ich warte jetzt sozusagen auf den Startschuss von dir, ne? Also ich gebe nicht irgendwelche Stundenpläne oder was vor, sondern wenn du jetzt sagst, Öffi, hier, meine Tür ist abschließbar, ne? Alles, was jetzt hier im Moment noch vielleicht hinderlich war, dass ich jetzt mal so eine Phase mache. Wenn du das sagst, starten wir sofort. Ne? Also die erste Phase wäre ja, so eine Art Vorbereiter zu sein, ein Vororga-Mensch in Berlin, bevor ich da ja auch dazu komme, um zu gucken, welche Menschenorte, Potenziale sind da, um schon im Vorfeld jetzt, bevor im August die dicken Demos da vielleicht kommen, mit denen was zu machen. Ne? Wie gesagt, nur als theoretischer Kontaktmensch und Vorbereiter. Nichts selber machen, sondern nur gucken, was kann man da vielleicht so ein bisschen zusammenpuzzeln. Und ja, bei dir, Dylan, kam vor, das ist ja diese, du meintest, etwas verwirrte ehemalige Osho-Anhängerin da in Köln gibt, wo ja einige Reibung zwischen euch ist und wo wir mal so gemeinsam so ein Friedensagentur-Gespräch machen können. Auch da steht jetzt, ich habe nicht an ihre letzten Nachrichten jetzt geguckt, weil ich hier zu sehr mit anderen Sachen völlig überschwemmt war. Aber da steht ja jetzt an, dass wir da auch einen Termin dann mal machen für so ein gemeinsames Telefonat. Zu gucken vielleicht. Vielleicht findet ihr zusammen und macht das Turbo-Team für die Revolution in Köln. Vielleicht dann Kommune sogar. Also das wäre ja was. Okay, das sind die zwei Sachen noch. Also da brauche ich auch, dass ihr jetzt mir so Bescheid sagt. Ne? Also eine Bringmöglichkeit ist es für euch. Ne? Luis sagt Bescheid, wann wir die Phase starten. Dylan, guck mal, mit welcher Termin da für so ein Telefonat, ne, dass wir das miteinander jetzt absprechen für die Gute in Köln. Ja, es ist spannend, es ist schön mit euch sowas zu machen, ne, weil mit wem kann ich überhaupt über so eine Phase, so eine Abenteuer, radikal Abenteuerphase überhaupt nur nachdenken, geschweige denn, dass jemand mal sich darauf einlassen wollte.
Und wer ist wirklich mit dabei, wenn es darum geht, so Friedensagentur-Experimente zu machen? Also wir haben hier etwas, worüber man sich schon total freuen kann, dass wir da sind und dass wir damit arbeiten können. Ja, damit beschließe ich das. Wenn ihr nicht noch was ganz Heißes als Nachbemerkung da hinzufügen wollt, und umarme euch nochmal durchs Telefon, auch alle Zuhörer, die es möchten, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mittwoch, übrigens, Mittwoch 20 Uhr. War das schon dein Schlussbeitrag, Luis? Ja. Also Mittwoch 20 Uhr gerne und vielleicht auch gerne mit Aufnahmemöglichkeit, falls es für die Veröffentlichung dann geeignet sein sollte am Ende. Denn dann benehmen sich auch die Leute immer etwas besser in solchen Friedensgesprächen, wenn das potenziell öffentlich sein kann. Ja. Was ist am Mittwoch? Nee, Mittwoch 20 Uhr. Hörst du noch? Ja, ich höre. Du meinst für dieses Friedensagentur? Ja, genau. Und vielleicht sogar mit der Ankündigung, dass es eventuell ja auch veröffentlicht werden kann. Ja, okay. Führt immer zu etwas größerer Disziplin. Wer ist dann? Ja. Die etwas verwirrte Osho-Anhängerin, der gute Dylan so ein Liebesstreit schon seit vielleicht Jahrzehnten hat. Seit 20 Jahren, ja. 20 Jahren habe ich mich dann doch so von ihr immer mehr entfernt. Ja. Alles klar, ihr Lieben. Bis dann. Sorry. Tschüss. Tschüss.